Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich befinde mich jetzt in den nächsten Schritten meiner Reisevorbereitung für meine Schwedentour. Und zwar mache ich gerade so ein bisschen die Proviantplanung und die Speiseplanplanung und habe dafür jetzt auch schon das eine oder andere. Und mein Hut ist so ausgebeult. Es sieht blöd aus. Naja, wird nicht besser, ohne ihn abzuziehen. Und das ist natürlich keine Option, solange die Kamera läuft. Aber jedenfalls die Proviantplanung macht Fortschritte. Übrigens, ich habe an irgendeinem so Ramschkästchen in der Nähe der Kasse eines Geschäftes, ich will ja hier keine Werbung machen, dieses tolle Feuerzeug entdeckt und habe gedacht, oh, ein Riesenfeuerzeug, das muss ich unbedingt haben. Das macht bestimmt ein halbes Inferno, wenn man es anzündet. Da ist jedes kleine Mini-Big-Feuerzeug besser dran. Und außerdem ist es nicht so, dass ich das halbe Ding schon aufgebraucht habe, sondern mehr war da gar nicht drin an Benzin. Traurig, traurig, aber ja, so ist das Leben. Ja, was ich gerade erzählen wollte, Tourvorbereitung hinkt ein bisschen hinterher. Normalerweise habe ich das alles schon wirklich mindestens einen Monat vorher, bevor es losgeht, soweit fertig geplant, dass ich im Prinzip am nächsten Tag aufbrechen könnte. Diesmal nicht, weil ich diesmal ja sehr früh dran bin im Jahr. Und möglicherweise, das weiß ich halt erst noch jetzt noch nicht, bin ich auch zu früh dran für eben das Fjell, also das skandinavische Hochgebirge. Kann also gut durchaus sein, dass mich da wettertechnisch noch eine miese Überraschung erwischt und es nochmal spät schneit und das Gebiet dann völlig unpassierbar sein wird. Das heißt, ich habe mir jetzt inzwischen noch eine Ausweichnot Fallroute zurechtgelegt und werde dann halt, sollte es wirklich zu ganz miesestem Wetter im Zielgebiet kommen, erstmal noch eine Woche mich auf der Insel Öland rumtreiben. Oh, ein wunderschönes Fleckchen, da kann ich auch ganz viel Interessantes, denke ich, entdecken und erzählen. Da gibt es auch den großen Alva, eine weltweit einzigartige Vegetationszusammensetzung, sage ich jetzt einfach mal. Ganz, ganz faszinierend. Lieber würde ich aber trotzdem komplett den Kungsleden laufen, auch wenn Öland sicherlich wirklich sehr, 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 sehr reizvoll als Alternative eben ist. Aber da ich das halt eben nicht weiß, habe ich auch noch nicht abschließend sämtliche Züge im Land, beziehungsweise Busse im Land. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich dann da jeweils nehmen muss. Habe ich halt noch nicht alles abschließend buchen können, weil ich eben noch darauf warte, einen wirklich abschließendes Wettersignal bekommen zu haben, um zu sagen, ja okay, es geht oder es geht nicht. Zum Beispiel am 10. Mai hatten wir Tageshöchsttemperatur, so gegen Mittag, 4 Grad in meinem Zielgebiet. Und zwar unten im Tal, noch nicht mal oben auf dem Berg. Und nachts ist es noch minus 14, glaube ich, im kältesten, also die niedrigste Temperatur, die man da wohl festgestellt hat, war minus 40, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, da liegt mit Sicherheit noch Schnee, am 10. Mai wohlgemerkt. Inzwischen habe ich mir jetzt mal die Wettervorhersage, heute haben wir den 19., für die nächste Woche angeschaut. Und da sieht es schon relativ gut aus. Also da sind durchgehend Plus-Temperaturen, eigentlich sogar noch relativ vernünftiges Wetter. Und das heißt, die Schneeschmelze ist auf jeden Fall im vollen Gange. Hoffen wir mal, dass die sich jetzt ein bisschen beeilt, damit ich dann halt eben nicht noch ins Schmelzwasser reingerate, weil das ist wirklich lebensgefährlich. Also man kann Touren machen im tiefsten Winter, das geht. Das ist zwar was für Profis und solo sollte man das wirklich komplett sein lassen, aber das geht. Und man kann Touren machen im Sommer. Das kann man dann auch alleine. Gut, wenn man es alleine macht, ist es dann immer noch was für sagen wir mal für sehr Fortgeschrittene. Ich weigere mich als Profi zu bezeichnen. Aber das geht auf jeden Fall auch. Aber während es gerade anfängt, Winter zu werden und die Sachen so halb zugefroren sind und so matschiger Schnee und so Halbschnee und alles so ein bisschen, das ist ein wenig gefährlich, ist noch nicht so dramatisch, aber schon ein wenig gefährlich. Was man aber auf keinen Fall als zu dem Tourenzeitpunkt nehmen darf, ist halt eben der Zeitpunkt der Schneeschmelze, weil da Flussquerungen unmöglich und völlig lebensgefährlich sind.
viel zu viel Wasser und viel zu hohe Fließgeschwindigkeiten hast, dass man dadurch irgendwelche kleinen, sonstigen, so kleinen Rinnsälchen überhaupt jetzt noch durchkommen würde. Das kann alles wirklich ein reißender Gebirgsbach sein, der einen total fertig macht, wenn man es versucht. Deswegen eben noch die Ungewissheit mit dem Faktor Wetter. Einen anderen Termin habe ich ja leider nicht bekommen. Das war ja von vornherein so, dass ich nicht genau wusste, klappt es mit dem Wetter oder klappt es nicht. Ist halt Natur. Da muss man halt eben damit leben, dass das Wetter macht, was es will und auf einen selber keine Rücksicht nimmt. Aber ich bin gespannt. Gut, das nochmal so zu allgemeinen Hinweisen, wie es mit dem aktuellen Stand so aussieht. Ausrüstung habe ich alles zusammen. Ich überlege mir noch eine neue schöne Hose zuzulegen. Also keine Regenhose, eine richtige normale Outdoor-Hose halt. Das ist noch das nächste, eine größere, was ich vielleicht mir noch zulege. Und ansonsten Proviant ist jetzt gerade anstehend. Und diesbezüglich habe ich gedacht, das kann ich auch mit euch mal durchsprechen, was mir denn da alles so vorschwebt. Ist noch nicht alles klar, aber ich habe hier mal ein Häufchen aufgebaut mit in Frage kommender Proviant. Die Mengen sind natürlich auch noch nicht so ganz durchdacht. Und was ihr zum Häufchen gleich sehen werdet, das ist Mittagessen und Abendessen. Frühstück zeige ich euch dann gleich nochmal separat, wie ich das mache. Da habe ich nämlich so mein, ja, super individuelles System, das noch nie irgendjemand anders auch schon auf die Idee gekommen ist, so ähnlich zu machen. Ja, aber erstmal den Haufen durchgehen. Also das hier ist der Haufen. Der Haufen besteht jetzt aus diversen Köstlichkeiten. Wie gesagt, das nehme ich so jetzt gar nicht unbedingt mit. Und was da eigentlich auch nichts zu suchen hat, aber ich dachte, da ich es heute gekauft habe, kann ich es auch immer kurz zeigen. Die Kamera steht ein bisschen im Weg, deshalb kann ich es so einfach im Haufen zu hantieren. Einmal Mückenzeugs. Das ist jetzt irgend so ein relativ günstiges Mückenzeugs aus dem Sportdiscounter. Reicht für meine Zwecke, weil DEET zu 30% ist drin. Und bei mir helfen eigentlich alle Mückenmittel. Ich habe noch keins gefunden, was bei mir nicht hilft. Es gibt auch Menschen, die brauchen ein bestimmtes. Viele andere funktionieren nicht. Zum Beispiel Antibrumm. Das Einzige, was hilft. Oder nur Autan hilft. Oder Autan hilft gar nicht, aber... Hoppala, die Katzen haben gerade einen kleinen Konflikt. Ich gehe mal schauen, was da los ist. Die Sache mit der Katze hat mich jetzt ein wenig aus dem Konzept geschmissen. Ich wollte gerade erzählen, Mückenschutzmittel habe ich jedenfalls gekauft. Outdoor-Seife habe ich jetzt auch noch gekauft. Die gibt es übrigens alles beim Decathlon, also auch das Mückenschutzzeug. Für wen das eine Alternative ist, wer da nah genug an so einem Ding dran wohnt. Bei Outdoor-Seifen muss man nicht eine besonders teure nehmen. Die haben alle mehr oder weniger die gleiche Zusammensetzung. Die eignen sich mehr oder weniger alle für Duschen, Haare waschen, Geschirrspülen und Klamotten waschen. Zum Rasieren, ja, kann man mal versuchen. Ich persönlich habe mich da bisher immer nur schwer verletzt und noch nicht nennenswerte Erfolge erzielen können. Achso, und die sind übrigens auch alle biologisch abbaubar. Das heißt aber nicht, dass man sich damit jetzt in irgendeinem Gebirgsbach von oben bis unten einseifen soll und dann da reinspringen, sondern in den Gebirgsbach springen, ohne Seife, rausspringen, einseifen, mit sämtlichen Gefäßen, die man irgendwie besitzt, Wasser über sich selber drüber kippen und wenn man dann halbwegs sauber ist, dann kann man nochmal in den Gebirgsbach reinspringen. Aber die Seife sollte schon nicht direkt ins Gewässer gelangen. Also am Ufer halt eben mit Boden unter sich drunter, mit Wasser übergießen, ist erheblich umweltschonender. Und dann habe ich hier noch eine winzige Sonnencreme, weil ich werde immer ein T-Shirt, also nie ein T-Shirt anhaben, immer irgendwas Langärmliches, oder zumindest fast immer. Und da reicht mir dann diese geringe Menge. Fürs Gesicht brauche ich nämlich auch nichts. Da habe ich einen Hut auf, der reicht schattentechnisch für den gesamten Kopf. Und meine Hände sind dann das Einzige, was ich einschmieren muss. Und die sind inzwischen ja doch schon etwas braun geworden. Und deswegen brauche ich da einfach nicht so viel. Selbst nicht bei skandinavischer Ultrasonne, die ja gelegentlich zum Vorschein kommt. Gut, aber jetzt zum Futter. Und zwar gehen wir erstmal auf das Mittagessen ein. Und zwar meiner Meinung nach, das kann man natürlich auch anders machen, sollte ein Mittagessen aus einer Zucker-Kohlenhydrat-Komponente und einer Fett-Komponente bestehen.
Und zwar die Zuckervariante deswegen, damit man schnell neue Energie braucht, die man die man im Laufe des Vormittags eben entsprechend verbraucht hat, dass man sich wieder fit fühlt, dass man ja auch einfach für schnell wirkende Muskelarbeit die notwendigen Kohlenhydrate hat. Denn es ist auch so, dass der Fettstoffwechsel, Fett haben wir in der Regel immer alle genug dabei, ne? Also Wampe und so ein Zeug, der braucht ein gewisses Maß an Kohlenhydrate, um überhaupt verstoffwechselt zu werden. Das heißt, da gibt es diesen schönen Merksatz, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Soll heißen, man sollte also über den Tag verteilt, je nachdem wie man da von der Muskulatur aufgebaut ist und so weiter und so fort, irgendwann mal zwischendurch ein bisschen Zucker zu sich nehmen, damit halt eben weiter mit den doch sehr viel leistungsfähigeren Fetten auf langsamem Niveau gearbeitet werden kann. So, das heißt, das hier zum Beispiel wäre eine mögliche Kohlenhydratquelle, Zuckerquelle, und das hier wäre eine mögliche überwiegend Fettquelle. Aber gehen wir da auch im Detail mal kurz drauf ein. Übrigens erstmal noch ein paar Alternativen. Wenn Schokolade zum Beispiel nicht möglich ist, weil wir uns in einem sehr warmen Lebensraum befinden, dann tut es tatsächlich auch relativ gut, so ein Zuckergummizeug. Die sind allerdings zwar völlig unempfindlich gegen sämtliche Klimaverhältnisse, gefrieren können sie auch, dann hat man halt was zum Lutschen statt was zum Kauen, ist egal. Aber die haben nur in Anführungszeichen, na wo steht's, den Finger drauf, 348 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also das ist zwar generell erstmal viel, klingt jetzt erstmal viel, ist aber im Vergleich mit Schokolade und Erdnüssen ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte. Auch eine mögliche Alternative sind solche tollen Cerealbars oder Powerbars oder sonst was. Man kann ja ewig viel Geld für diese beschissenen Energieriegel ausgeben. Der da war mal halt irgendwo dabei, deshalb habe ich den. Der liegt schon ewig im Regal, weil ich den nicht essen möchte. Vielleicht nehme ich jetzt mal auf die Tour mit, damit er mal wegkommt. Aber der hat auch nur lächerliche 403 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist zwar jetzt auch erstmal viel, wenn man das vergleicht mit einem kleinen Gartensalat, aber für Outdoor-Futter ist in Ordnung, aber es haut einen nicht vom Hocker, wie ich finde. Es gibt deutlich Besseres. So ein Riegel hat 50 Gramm, soll heißen, einer davon 200 Kalorien. Ist ja, wie gesagt, eigentlich für so ein kleines, kompaktes Ding schon ordentlich und nichts, was man essen sollte, wenn man irgendwie mal abnehmen möchte. Aber ja, das waren eben zwei mögliche Alternativen. Bei mir hat sich aber herauskristallisiert, für mich die optimale Lösung besteht aus Rittersportschokolade verschiedener Sorten. Das sind so Sorten, die ich besonders gerne mag. Das ist aber persönliche Vorliebe, muss man jetzt nicht unbedingt die nehmen. Die haben alle in etwa den gleichen Kalorienwert. Die hier hat noch am wenigsten. Die hat nur 567. Während so eine weiße Vollnuss zum Beispiel, die dunkle Vollnuss übrigens auch, die hat 585. Ich glaube, die dunkle Vollnuss hat 588 oder irgendwie sowas. Also es bewegt sich so irgendwas zwischen, sagen wir mal, 570 und 590. So irgendwas um den Dreh haben die regulären Rittersportschokoladen. Mit einer Ausnahme, die schmeckt mir aber nicht und da scheiße ich auf die paar zusätzlichen Kalorien, nämlich die mit dem super hohen Kakaoanteil, also die richtig dunkle. Tatsächlich ist Kakao ein Stoff, der extrem viele Kalorien hat, meiner Meinung nach in hohen Konzentrationen absolut widerlich schmeckt. Aber er hat extrem viele Kalorien, da könnte man tatsächlich bei einer Tafel, die aus wirklich reinem Kakao mehr oder weniger besteht, auf 750, schieß mich tot, könnte sogar noch ein bisschen mehr sein, etwa, Kalorien dann kommen. Aber ja, das muss man echt mögen und davon muss man auch eine gewisse Menge verzehren wollen am Tag. Denn vorgesehen ist eine halbe Tafel pro Tag. So. Also die Zahl hier ist jetzt noch nicht endgültig und generell ist dieser Haufen nur exemplarisch. Das ist jetzt nicht der endgültige Haufen, den ich mitnehmen werde. Das jetzt auch wieder nicht. Die Dinge, die drin liegen, die schon zum Teil, aber die Mengen sind halt noch nicht genau abgemessen und so weiter und so fort. Gut, dann wie gesagt die Fett-
und Salzig-Komponente, weil man will ja auch nicht den ganzen Mittag nur Süßkram fressen, man möchte ja auch noch vielleicht noch mal was Salziges haben. Jetzt gibt es natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, andere Nüsse mitzunehmen. Aber für mich sind aufgrund dessen, dass man sie in diesen kleinen praktischen Verpackungen kaufen kann, ja, man kann da ganz viel selber machen, ich weiß. Aber trotzdem finde ich die unglaublich praktisch, diese kleinen 50 Gramm Ültje-Erdnuss-Dinger. Denn Erdnüsse haben sage und schreibe in dieser Form mit ein bisschen Öl und ein wenig Salz gigantische 622 Kilokalorien. Soll heißen, so ein kleines Päckchen hat 311 Kalorien. Das kann man sich in kürzester Zeit ins Maul schieben und entsprechend verzehren. Das ist nämlich auch wichtig, weil das Mittagessen findet ja in der Regel irgendwo unterwegs statt. Und das bedeutet, wenn scheiß Wetter ist, dann müsste man irgendwo unterwegs anhalten, um sich sowas heiß zu machen. Und das ist natürlich bei miesem Wetter einfach nur ein Krampf. Das macht keinen Spaß, also mir persönlich. Ich laufe an Tagen, wo es wirklich nur regnet, gerne kontinuierlich durch, kontinuierlich langsam, kontinuierlich fluchend, zum Teil, je nachdem, das gehört auch dazu. Aber dann brauche ich auf jeden Fall ein Essen, das ich auch notfalls unterwegs essen kann. Weil essen muss ich, lange hocken bleiben möchte ich nicht im Regen. Also kann man sich unterwegs reinziehen, kann man sich auch unterwegs reinziehen. Wichtige Komponente, meiner Meinung nach, wirklich eine sehr wichtige Komponente. Gut, und nochmal eben zum Thema Schokolade, funktioniert halt nur in eher kalten Regionen, in den Tropen schmilzt die einem derartig weg, dass man da wirklich keine Freude mit haben wird. So, Alternativen in Sachen Süßkram sind natürlich verschiedene Sorten Schokolade, wie ich finde. Vielleicht werde ich auch ein bisschen Schokolade mit sowas austauschen, das ist aber halt eben vom Gewicht her deutlich weniger effizient. Deutlich, deutlich, deutlich. Aber für mich persönlich sind auch noch Erdnussvariationen eine gute Variante, die Standarderdnüsse auszutauschen. Die haben ja nicht ganz so viel Kalorien, weil das Gesamtgewicht der Packung halt eben nicht nur aus Erdnüssen, sondern auch noch um diesen Mantel, aus diesem Mantel besteht, der drumherum ist. Und damit sind sie nur bei, nur ist aber auch wieder relativ 547. Also ein Sechstel quasi weniger effizient als die reinen Erdnüsse, aber geschmacklich vielleicht schon eine Abwechslung. Allerdings sind die nicht mehr so gut dosierbar und gerade diese Tüten, die gehen einem sehr schnell kaputt. Da sollte man auf jeden Fall noch ein Alternativgefäß irgendwie dabei haben. Ich werde mir die auch noch abfüllen in irgendeine vernünftigere Tüte als diese Originalverpackung hier. Auch was man gut nehmen kann, finde ich, sind diese komischen Brezelbrocken. Die findet man in verschiedenen Edekas. Bei Rewe habe ich sie auch schon gesehen. Die haben nämlich, die gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, dass man das jetzt unbedingt essen muss. Die schmecken auch absolut nicht jedem. Die haben aber immer noch 500 Kalorien pro entsprechende 100 Gramm. Und in so einem Tütchen sind, glaube ich, 150 drin. Moment, wo steht das? Wo steht das? Wo steht? Ah, 125. Okay. Also das wäre dann mal ein opulentes Mittagessen, wenn man so eine Tüte auch noch dabei hätte. Auch die würde ich mir wieder in woanders drin verpacken, als in dieser dünnen Plastiktüte. Das wäre mir auch zu gefährlich, dass das aufgeht. Aber das sind so die Alternativen, die ich persönlich gerne mag. Aber über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Was man dann eher gegen Richtung Abendessen braucht, da kommen wir jetzt hin. Na. So. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, scheiß auf normale Lebensmittel, ich nehme, hab zu viel Geld und nehme nur so Spezialfutter mit. Zum Beispiel Energy 5, ja, da habe ich ultimative, tolle Survival-Nahrung. Das ist ja ohnehin besser als alles, was man im Supermarkt so kaufen kann. Und da muss man ganz klar sagen, nö. Das ist ja konzipiert als Alleinnahrung über lange Zeiträume, die man nicht unbedingt mit sich rumschleppen muss. Ja, die ist zum Trekking schon durchaus super praktisch, gerade eben zum Beispiel als Frühstück, als Brei in Kombination mit diesem Zeug dann hier. Das ist ein Milchpulverkomprimat, wer das nicht kennt. Aber der Haken ist, tatsächlich hat selbst dieses doch energiereiche, tolle Zeug nur in Anführungszeichen 460 Kalorien und damit 171 weniger als unsere Erdnüsse. Ne?
Gut, die sind auf Vitamine zugesetzt, man kann sich einen Brei draus machen, geschmacklich variabel, man kann auch Zimt dran kippen, dann schmeckt es anders, man kann auch Rosinen reinschmeißen, dann schmeckt es anders, mag ich im Übrigen eh nicht, aber theoretisch geht das, man kann auch Kakao reinkippen, dann schmeckt es nochmal anders, dann wird es übrigens nochmal kalorientechnisch angereichert. Aber es ist zu viel Arbeit, wie ich finde, mittags. Man könnte also nur so einen Riegel so fressen. Und das ist relativ lustlos, wie ich finde. Das kann man mal machen, aber geschmacklich ist das auf jeden Fall nicht besser als verschiedene Varianten von Schokolade und halt eben der täglichen Portion Erdnüsse. Ich gebe zu, am 10. Tag muss man sich dann mehr oder weniger schon wieder Erdnüsse. Na, dann schmeiße die halt schnell rein. Dann sind sie schnell gegessen. Man kann die ja relativ lustlos in sich reinstopfen, aber sein müssen die schon, weil die halt eben auch das nötige Fett, das wollte ich auch noch sagen, eben zu den Kohlenhydraten liefern, denn Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, wie man ernährungsphysiologisch so schön sagt, das wissen auch die entsprechenden Marathonläufer, die sich dann halt eben größtenteils ihre Energie aus dem Körperfettvorrat, der bei denen zwar sehr gering ist, aber doch auch irgendwo vorhanden, entsprechend ziehen während ihres Marathons, und zwischendurch haben sie dann teilweise so Zuckerwässerchen, so Zuckergele dabei, die größtenteils eben auf kurzkettigen Kohlenhydraten basieren. Schokolade wäre auch sowas in die Richtung, braucht aber noch ein bisschen länger, um verdaut zu werden als irgendwelche Flüssignahrung. Das machen sie halt eben deswegen, damit sie genug Blutzucker haben, sozusagen, um halt eben die Fette überhaupt effizient verdauen zu können und damit ihren Energievorrat langfristig aufrechtzuerhalten. Also meine Mittagessen-Komponente ist quasi so gedacht, dass man sich den Fettvorrat nochmal ein bisschen auffüllt, auch wenn das Körperfett allein schon eigentlich ausreichen sollte, und dann halt eben zusätzlich zur besseren Nutzung dieses Fettenergiespeichers nochmal entsprechend dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel nicht in den Keller rutscht.